So, und weiter geht es hier mit Desoxyribonukleinsäure. Teil 2 ist in the house. Ja, wir haben jetzt noch leider kein Bettchen, wie ich sehe. Nur zwei Wolle, da kann ich mir auch keins basteln. Ich muss wohl gleich rausgehen. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Aber vorher basteln wir uns natürlich ein Schwertlein. So, damit kann man schon mal was machen. Jetzt mal ein bisschen Beleuchtung hier reinbringen. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass uns hier keiner erwischt. Oh, ich glaube, die Schwierigkeit ist noch umgestellt. Moment. So, hart. Natürlich hart. Jetzt kann ich aber auch schnell gucken, ob doch irgendwo ein kleines Schäflein ist, bei dem ich die Wolle abpflücken kann. Mann, eine Spinne. Jetzt hab ich mich aber wirklich erschreckt, du blödes Vieh. Au, 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 au. Die springt aber auch über alles drüber hier. Das hat mich jetzt gut Energie gekostet. Ich hau lieber ab. Ja, der harte Modus ist gefährlich. Ah, da hinten ist ein Zombie, ich sehe es schon. So mitten in der Nacht, naja. Und da sind die Skelette, vor denen habe ich natürlich super Angst. Das geht gar nicht, die schießen und ich habe nichts, um dem entgegenzugehen. Noch nicht mal ein Schild. Geschweige denn eine Rüstung. Ach, jetzt kommen. Gut, mir bleibt nichts anderes übrig, als hier auszuharren und nichts zu tun. Wir können uns auch einfach ein bisschen noch was basteln. Es fehlt hier noch. Ja gut, die Spitzhacke auf jeden Fall. Tauschen wir mal gegen dieses blöde Ding da. Und jetzt kommt auf jeden Fall noch eine Schaufel. So, damit ist das Holz aber auch fast schon alle. Ja, super. Holz. Charcoal, Kohl. Fast rein. Na, nicht wegschmeißen. Hier bleiben. So, der Sand ist jetzt fast verbrannt. Oh, und es wird auch schon wieder hell. Ja, jetzt haben wir auch die Chance zu überleben. So, gleich fangen diese blöden Skelette an zu brennen. So, das ist das GLSL-Mod, was ihr hier seht. Da hinten wird alles unscharf, wenn ich in der Nähe was fokussiere und andersrum auch. Ist die Basisversion. So, jetzt können wir uns gleich raustrauen. Jetzt brennen sie gleich. Auf ins Getümmel! Na komm, du Bösewicht!
Ich brauche deine Knochen. Ah. Komm noch ein bisschen näher. Oh, 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 da ist es passiert. Na gut, ich warte, bis er kaputt ist und dann spawn ich. So, mal schauen, ob ich gut gebaut habe in der Nähe von meiner Hütte. Hoffentlich. Ah ja, nicht ganz, aber ich muss nur einmal hier rüber und dann geht's schon weiter. Da hinten ist auch schon ein Schaf, was ich brauche. So. Tot. Alles aufsammeln. Glas, Holz, Wolle, alles, was ich hier besessen habe. Ich hoffe, da ist jetzt nichts flöten gegangen. Ah, die wichtige Spitzhacke. So, es wird noch schnell sortiert. Super, da haben wir ja so gut wie gar nichts verloren. Ich tue mal den Knochen hier hinten rein. Kann man immer gebrauchen. Ja, genau. So, weiter auf die Suche jetzt. Schaf. Och, der ist im Wasser. Der kann gar nicht verbrennen. Na super. Ich muss aber zum Schaf rüber. Na komm, ich schwimme einfach mal. Duster. Und das ist jetzt immer noch Misas 64 Pixel Pack. Finde ich einfach nur klasse. So, Wolle. Wo du Wolle. Also die Gegend gefällt mir wirklich sehr gut. Kann man nichts gegen sagen. Das Skelett ist jetzt weg. Oh. Wow, was ein Berg. Und überall diese kleinen Buchten hier. Das ist doch ein fantastischer Ausblick. Ja, gefällt mir. Aber wir wollten ja zum Schaf rüber. Oh, das sieht hier aus, als würde ich hier ganz tief fallen können. Ach, das geht. Das geht alles noch. Komm her, mein Schäflein. Bisschen mit Knochen kloppen. Bah. So. Was gibt's denn hier oben? Lass uns gerade mal gucken. Ja, jede Menge Bäume. Oh ja. Am Gipfel der Welt. Dann können wir auch direkt mal unsere neue Axt ausprobieren. Ja, die kann das reißen. Das sieht man schon. Oh, ein Baum mit ganz viel Holz. So, das müsste erstmal reichen. Kloppen wir noch den Grund weg hier. Oh ja, ganz viel Holz, 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 Holz. Holzer. Würde jetzt der Age of Empires Spieler sagen. Oh, so ein paar Saaten. Ein paar Baumsprösslinge können wir natürlich auch mitnehmen. Das ist übrigens mein Lieblingsholz, die Birke. Ich weiß nicht, ob ihr auch Lieblingshölzer habt. Ich auf jeden Fall. Eine Kuh. Die macht nur einmal Mu. So, das reicht fürs Erste. Ich muss mal gar ans Telefon.